Willkommen bei Vampires Dawn 2, Leute. Ich bin's halt, ich seh's Steve und... Oh, jetzt bei Retro World. Der Part beginnt schon mal super. Wir werden von Schmetterlingen angegriffen. Ja, blutsaugende Schmetterlinge. Oh, die machen sogar auch nicht Schaden. Tja, im Spiel gibt's die absurdesten Gegner, oder? Versuch's gar nicht erst. Natürlich rettet die Flucht. Wow. Die machen echt Schaden. Wir aber nicht. Ach, stopp Blutung nur, ne? Ja, das ist Quatsch. Nichts. Mach Rundumschlag. Technik. Der gute alte Messerwurf. Du hast ihn getötet, Fett. Nicht übel. Ja. Nicht übel. Bedeckt den Boden. Ja, dafür ist unser Soldat auch schon wieder fast tot, unsere Wache. Sie könnte doch was... Ja. Vor allem gerade eben dieser Wache und jetzt heißt er wieder Ritter. Genau, sie kann sich mit Kräfte sammeln irgendwie so 2 Trefferpunkte pro Anwendung selbst heilen. Warum ist es dann nicht einfach ein Zauber, der sie komplett selbst heilt? Sonst muss ich ja hier Angst vor Schmetterlingen haben und so, ne? Ja. Wir waschen jetzt hier mal so ein bisschen durch. Vorsicht, Vorsicht, der Vogel dort sieht gefährlich aus. Ja. Der Schmetterling dort sieht gefährlich aus. Oh, das sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Nein, Junge. Sehr gut. Ich denke mal, es lohnt sich auch nicht so wirklich, Gott, die Leute weiter zu trainieren. Ich weiß nicht, ob der Vogel ist. Ich weiß das auch nicht. Ich gehe davon... Hier scheint sich der Weg zu gabeln. Wo sollen wir lang? Hier weiß ich aber, das weiß ich tatsächlich auch durch so einen Spieltipp, dass wir unbedingt den Umweg gehen sollen. Wir müssen weiter nach Westen. Nach Norden kommen wir nur in einem Umweg. Gut, wenn ihr das sagt. Wobei ein kleiner Umweg sicher nicht schaden wird. Warum auch immer. Aber man ich verstehe die Logik dahinter auch nicht. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Gut, dann nehmen wir einen Umweg. Man soll das wohl unbedingt machen. Weil man ansonsten wohl was im Spiel verpasst. Zum Beispiel diese Hütte. Merkwürdig. Ah, natürlich, das Haus ihres Vaters. Okay. Merkwürdig, was ist denn das für ein Haus? Ich kann mich nicht erinnern, hier jemals ein Haus gesehen zu haben. Vielleicht sollten wir mal reinschauen. Das heißt, dieses Haus ist auch bei der Weltenumwandlung zufällig... Na, das wussten wir doch schon, deswegen ist doch der Vater von ihnen ein Elras. Ring der Hast erhalten, das kommt doch so mal ganz... da unten leuchtet etwas ganz auffällig. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Zettel oder ähnliches. Ein Zettel oder ähnliches, ja? Ein Zettel oder ähnliches. Ah, scheint eine Art Tagebuch. Weil da steht, liegt ein Buch rum. Das ist ein Zettel, glaube ich. Scheint eine Art Tagebuch oder sowas in der Art zu sein. Oder sowas in der Art. Leute, aber könnt ihr es zuordnen oder nicht? Das ist so geil. Was steht denn drin? Hey, das ist ein Tagebuch. So etwas lesen wir nicht vor. Da schreibt irgendein anderes junges Mädchen ihre ganz intimen Gedanken rein. Hier steht... 23. September. Jimmy ist so süß. Ach, wenn er doch nur mit mir zum Ball gehen würde. Auch heute kann ich mir nicht verzeihen. Ich hatte gehofft... Dieser Schmerz würde irgendwann ein Ende haben. Doch es scheint, als wäre ich für mein Leben... gebrandmarkt. Klingt reichlich sülzig. Beleidige nicht meinen Vater! Ich hasse Sülze. Wirklich mich. Ich hasse echt Sülze. Alter, wer von euch gerne Sülze ist, schreibt es in die Kommis. Ich bezweifle, dass das irgendjemand allein schon in unserem Alter gerne ist, geschweige denn jüngere Leute, die wahrscheinlich Großteil der Zuschauer ausmachen. Es geht ja noch weiter. Es tut mir so leid, Zedin, dass alles so gekommen ist. Keine Nacht kann ich mehr schlafen, ohne mir Sorgen um dich und deine Tochter zu machen. Oh mein Gott, Zelen, das ist meine Mutter. Es gibt nur eine Frau auf dieser Welt mit diesem Namen. Ja, genau, ja. Es wird wohl nicht besser. Besser? Meine Mutter ist auch Zelen. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie lebt noch? Das weiß ich nicht. Ich war schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr zu Hause. Aber ich hoffe es. Ich vermisse sie sehr. Richtig, das darf man nicht vergessen. Sie war mindestens seit 10 Jahren nicht zu Hause. Sie war ja seit 10 Jahren unterwegs mit ihren Schiffen, ja, weil sie hat ja von dem König nichts mitbekommen, dass er gestorben ist und so. Eben, ne? Genau. So wie der Schreiber dieses Tagebuchs wohl auf seine Frau.
Was? Was? So wie der Schreiber dieses Tagebuchs wohl auch seine Frau. Im Sinne von, ich hoffe, dass es ihr gut geht, oder, hä, ich verstehe es nicht. Wir müssen uns, wenn wir den Paten, wenn du den irgendwann mal hochlädst, müssen wir Bescheid sagen, dass wir das dann nochmal lesen können. Es ist nicht leicht für mich gewesen, unsere Liebe vor deinem Mann zu verheimlichen. Das Dorf wäre empört darüber, wenn es gewusst hätte, dass wir zusammen sind. Doch ich weiß, ich bin nicht der Vater deiner Tochter. Und dein Mann und ich waren... Sprich, Nyria wahrscheinlich ist jetzt gar nicht, dadurch gar nicht mit Jaina verwandt wahrscheinlich, ne? Genau. So kann man jetzt rechtfertigen, warum sie sich eigentlich nicht mögen. Wunderbar. Genau. Und dein Mann und ich waren immer Freunde. Doch das Schicksal meint es nun mal so. Wir haben uns verliebt. Ich liebe dich und auch deine Tochter Nyria. Oh mein Gott, meine Tochter ist auch da, sagt sich doch. Ja. Jaina ist also quasi ihre Halbschwester. Ja, genau. So. Und damit will man jetzt quasi das, Nyria. Das ist ja euer Name. Unmöglich, es gibt nur eine Nyria auf dieser Welt. Ist das möglich? Lest weiter. Oh nein, Ciara, die kleine Gossip-Schlampe. Doch ich konnte dieses Geheimnis nicht länger tragen. Mein Herz drohte zu springen. Und deswegen dürfen wir jetzt sogar eine Sequenz sehen, in der Bambi mitspielt. Und so fasste ich den fatalen Entschluss, es deinem Mann zu erzählen. Er war mein Freund. Mein bester Freund. Doch er stand zwischen dir und mir. Es konnte so nicht weitergehen. Etwas musste geschehen. Und jetzt hört jetzt quasi der Vater. Naja, der gehört ja mir, genau. Hey, Kirian, ich muss mit dir sprechen. Oh Gott. Kirian, das ist halt wieder so ein typischer Manga. Du, oh, meine Augen sind so riesig. Der passt überhaupt nicht rein und das, was ich meine mit Worldbuilding. Ja, erstmal passt dein Face nicht rein, ja. Abgesehen davon, dass es halt. Ach, der so Name wieder, Kirillian, ja? Das ist halt. Es gibt halt, wie ist es noch gleich? Kilian, ne? Mhm. Das ist halt. Braucht halt irgendeinen Namen, der besser klingt als Kilian. Kirillian! Oh, hallo, Raron. Psst, erschreckt das Reh nicht. Das wird unser heutiger Braten. Das ist. Komm her und hilf mir, es zu erlegen. Kirillian, sieh mich an, es ist wichtig. Was kann denn wichtiger sein? Was kann den wichtiger sein? Was kann den wichtiger sein als so ein leckerer Braten? Liebe. Liebe? Kann man das auch mit Rochester-Soße essen? Wie viele Jahre kennen wir uns schon? Wie oft haben wir gemeinsam gejagt und gelacht, getrunken und gefeiert? Das kann man nicht mehr zählen, Raron. Wir hatten immer viel Spaß. Und jetzt versteck dich endlich, sonst sieht das Reh uns noch. Ich bezweifle, dass das Reh weggeht, bevor die Sequenz zu Ende ist, falls es überhaupt jemals weggeht. Umso mehr schmerzen mich nun meine folgenden Worte. Bist du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? Du wirkst irgendwie so seltsam. Ernst und streng? Passt gar nicht zu dir. Kirian, ich liebe Selin. Schon viele Monate und sie liebt mich. Positive Anmerkung, du kannst ja gerade nicht hören. Bevor dieser Textbox war eine fröhliche Musik, jetzt haben wir keine Musik. Okay. Also die Sounduntermalung sehr gut. Ist das ein Scherz? Was soll das, Raron? Ich finde den Edit hier gerade ganz witzig, wie sein eines Auge so zugekniffen war. Selin und ich haben eine Beziehung, sie wird dich verlassen. Das ist nicht witzig, Raron. Ich scherze nicht, Kirillian. Ob du wahrhaben willst oder es nicht, das Schicksal wollte es so. Ich werde mit Selin und Nyrian fortgehen, für immer. Hast du zu viel getrunken? Weißt du überhaupt, was du gerade hast? Ich klinge schon wie später so eine Vampirin. Soll ich dir das wirklich glauben, dass Selin sich in dich verliebt hat? Verstehe ich doch gar nicht. Er ist doch der Neue. Raron ist doch der Alte, oder? Nein, Raron ist der Neue. Also heißt das, Nyria ist das Kind von... Von dem Typen. Also Raron ist quasi der Vater dann von Jaina. Okay. Sozusagen, von Jaina. Es tut mir leid, doch unsere Liebe ist echt. Verzeih mir, mein Freund. Ich bin jetzt
schon 4 Jahre verheiratet. Es war immer glücklich mit mir. Wir haben eine gemeinsame Tochter. Sollte ich das alles aufgeben? Du kannst nichts gegen das Schicksal machen. Es ist so, wie die Götter es uns bestimmt haben. Isildur und ich werden eine gemeinsame Zukunft haben. Zusammen mit Nyria. Bist du, weil Nyria oder so eindeutig nicht Garon sozusagen, ne? Garon! Das ist deine letzte Chance. Um zu sagen, dass alles eine ganz schlechte Lüge war. Oft wünschte ich mir, es wäre eine. Doch gegen meine Gefühle bin ich machtlos. Es tut mir leid. Garon, du wirst nicht gehen. Zwing mich bitte nicht dazu, Kirillian. Ich war immer der bessere Schwertkämpfer von uns beiden. Du hast keine Chance. Ich will dich nicht verletzen. Aus Respekt vor unserer jahrelangen Freundschaft. Respekt? Respekt? Wie kann das nur wagen, dich als meinen Freund zu bezeichnen und gleichzeitig hinter meinem Rücken meine Frau und Tochter stehen? Ich meine es ernst. Steck deine Klinge weg, Kirillian. Dreh dich gefälligst um, du Schwein. Ich will dein schleimiges Gesicht sehen, wenn ich den Kopf von den Schultern schlage. Es muss nicht so weit kommen, Kirillian. Du hinterhältiger Verräter, niemals wirst du mit Celle und Nyria fortgehen. Es tut mir leid. Wie cool ist denn das? Nein, ich werde dich von hinten töten, ohne meine Augen zu benutzen. Dreh dich um, du Schwein. Kirillian. Wisst ihr? Wie cool war denn das? Hat den Kopf Meter weit weggeschleudert. Doch nur wenige Sekunden später realisierte ich, welche unendliche Tragödie ich begonnen hatte. Ich habe ihn umgebracht, aus Liebe zu dir. Ich fühle mich so plötzlich, so unendlich unschuldig. Mein Schwert war blutbefleckt. Mit dem Blut meines besten Freundes. Nie würde ich meine Hände wieder reinwaschen können. Nie wieder würde meine Seele fortan Frieden finden. Ich habe getan, was nie ein Mensch hätte tun dürfen. Ich habe aus Liebe getötet. Mögen die Götter mir gnädig sein. Noch am selben Tag vergrub ich ihn. Das Amulett, das ich mit meinem Schwert spaltete, hob ich auf. Was habe ich getan? Sein Amulett. Das riesige Amulett. Ja. Kirillian. Ich wollte das nicht. Die Gefühle haben mich übermannt. Ja, ja, es war nur so direkt geköpft, so weißt du? Ein Quatsch, ja. Das passiert aus Versehen. Ich sehe aber wieder extrem unglaubwürdig, aber ich erwarte von dem Spiel sowieso noch nichts Besseres. An deinem Grab, mein Freund, stand ich bis tief in die Nacht. Meine Gedanken waren beschmutzt. Vom Blut meiner Tat. Stundenlang starrte ich in den Himmel, mein Herz voller Zorn und Trauer. Was hatte ich nur getan? Ich wollte nicht, dass es so endet. Es tut mir leid, mein Freund, du hattest mir immer zur Seite gestanden. Und nun stand eine junge Frau zwischen uns, die vom Schicksal gebeutelt, nicht nur mit einem toten Ehemann, sondern auch dessen Mörder als Geliebten bestraft wurde. Meine Tat war unentschuldbar. Und so beschloss ich, mich selber zu bestrafen, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Bitte was? Er hätte sich, wenn er überhaupt selbst irgendwie der Polizei oder was auch immer da für Recht und Ordnung sorgt, ausliefern sollen und sich selbst irgendwie in einem fairen Prozess unterwerfen. Nein, stattdessen war ich feige und ging am selben Abend zu dir, meiner geliebten Seelen, und schenkte dir ein letztes Lächeln. Voller Sorge fragtest du mich, was passiert sei. Ich sagte, Kirillian wäre bei der Jagd von einem Bären tödlich angegriffen. Ich glaube, er meint tödlich verletzt. Ja. Und ich würde nicht eher ruhen, bis ich diesen Bären zur Strecke gebracht hatte. Doch deine Tochter Nyria schenkte ich eine Hälfte des Amuletts ihres Vaters. Die andere Hälfte sollte mich immer daran erinnern, welche Schuld ich einzubüßen hatte. Ja, in Ordnung, Dude. Und so verließ ich dich für immer. Und hab mir eine Hütte im Wald gesucht. In dieser kleinen Hütte sollte ich einsam meine Schuld Genüge tun, bis ich sterbe, in der Hoffnung, doch durch die Himmelspforte schreiten zu dürfen. Das schaffst du so nicht. Das ist eine sehr interessante Art und Weise von Buße zu tun, oder? Ja. Oh, ich habe meine Luxus, ich habe jetzt eine eigene Hütte im Wald. Lady Nyria, ich wage es nicht zu fragen, aber seid ihr die Besitzerin der einen Hälfte des Amuletts? Ich trage es immer bei mir. Oh Gott, dann ist dies das Haus des Mörders. Meines Vaters. Das ist einfach nur lächerlich, oder? Und diese Szene hätten wir verpasst, wenn wir nicht den Umweg gegangen wären. Das ist schon witzig, dass man das verpassen kann. Ich meine, das klärt ja wirklich eine ganze Menge Sachen. Totaler Quatsch, ja.
Sollte es nicht einfach eher so sein, dass es einen Umweg gibt, der optional ist und wo man dann irgendwie wieder nichts findet? Nur diese eine Frage. Darf man aus Liebe töten? Nein. Welche Schuld? Das bitte schon. Wird man tragen, die eines Mörders? Ich hoffe, der Raron hat wenigstens genug Selbstreflexion, um irgendwann rauszukriegen, dass es nicht Liebe war, sondern ist einfach nur irgendeine beschissene Impulsreaktion. Sein Schicksal zu ändern? Ja, durch eine Reise in die Vergangenheit natürlich. Was für eine dämliche Frage. Jetzt fliegt natürlich eine Fledermaus vorbei. Moment. So ändere ich mein Schicksal. Ich werde ein Vampir. Und du buße für ewig, dass ich Blut saugen muss. Was habe ich nur getan? Ich habe alles zerstört. Nicht nur mein Leben, sondern auch das meiner Tochter. Und von Seelen. Wie wird Nyria nur ohne Vater groß werden? Wird sie jemals lachen können? Wird sie jemals glücklich werden? Meine Schuld ist so unverzeihbar. Meine Bürde untragbar. Möge Gott meiner Seele gnädig sein. Vorhin waren es noch Götter, jetzt ist es auf einmal wieder Gott. Konsistenzspiel, bitte. Erwähntet ihr nicht, dass der eine Kerl auf Burg Jola ein solches Amulett trug? Es war der Mörder meines Vaters. Und er trägt noch immer das Amulett, das er eurem Vater gestohlen hat. Er hat mein Leben zerstört. Und das meiner Mutter und meiner Schwester. Ihr habt eine Schwester? Das Mädchen auf Burg Jola war meine Schwester. Ach, ich vergaß. Darüber wollten wir ohnehin noch sprechen. Machen wir es direkt hier, wenn wir in diesem Haus sind, ne? Ich verstehe das ja auch nicht. Doch als wenn das schon nicht genug wäre, so kämpft eure Schwester Seite an Seite mit dem Mörder eures Vaters. Unfassbar. Der wiederum ihr Vater ist. Das ist ja das Geile. Doch warum steht nichts von eurer Schwester in diesem Tagebuch? Sie war noch nicht geboren, als mein Vater starb. Was bedeutet? Moment, der Angriff auf Schloss Saras, danach der Sturm auf Burg Horan. Immer wart ihr dabei. Die Anführerin der Eras ist eure Schwester. Ihr habt uns verraten. Wow, er macht sogar mal logische Schlüsse, weil das ist tatsächlich ein logischer Schluss. Ne? Nein, bitte. So glaubt mir, das ist nicht wahr. Sie hat mich genauso angegriffen, wie sie euch angriff. Sie ist verrückt geworden. Ich glaube euch, Lady Nyria. Random Wache, ja? Random Wache will halt auch zum Stich kommen, ne? Das ist ja gerade die perfekte Gelegenheit. Gut, dann legen wir uns dieses zu Aaron, oder sind wir zu zweit und fertig, ne? Hier haben wir eine Hütte, hier ist auch ein Bett. Eben, genau. Bietet sich ja direkt an, ne? Das werden wir noch für zwei. Ja, das werden wir noch sehen. Aber dann scheint dieser Raron ja noch nicht zu wissen, wer dann seiner Seite hat. Die Tochter seiner Geliebten. Und sie weiß nicht, dass Raron der Mörder unseres Vaters ist. Oh Mann, Nyria, bitte. Entschuldigt bitte, aber wir sollten nun wieder aufbrechen. Ob Schwester oder nicht. Sie wird schon bald die anderen Schlösser angreifen. Nein. Und diese elenden Kreaturen der Hölle haben sich scheinbar mit ihr verbündet. Sie sind auch auf unsere Schlösser scharf. Wir sollten zur geheimen Höhle. Ihr habt recht. Dort werden wir weiter über diese Sachverhalt reden. Aber nun los. Das ist also der Umweg. Genau. Danach jetzt können wir den anderen Weg nehmen und... Ja, das ist ein perfekter Moment, um den Part zu beenden. Ich war DC Steve und... Ah, let's play Retro World. Tschö.